Und jetzt das Stadtduell, bei dem es nur Verlierer gab. Das Stadio Olimpico präsentierte sich im besten Gewande, so wie immer, wenn Lazio gegen die Roma antritt. Die Fanchoreografie beim römischen Derby ist spitze in der Serie A. Ebenso wie Roma-Star Francesco Totti, der selbst gesagt hat, dass es sein letztes Derby sein könnte. Real Madrid hat die Fühler bereits ausgestreckt. Für Totti ein Traum, für die Roma finanziell überlebenswichtig. 112 Millionen Euro Miese und Totti ist das beste Pferd im römischen Stall. Meiner Meinung nach wäre das ein Chaos, wenn er ginge. Das ist dasselbe, wie wenn das Kolosseum zusammenkrachen würde. Stattdessen das Olympico bis auf seine Grundmauern erschüttert. Spielabbruch durch Schiedsrichter Rossetti. 22 Uhr, das Stadion wie im Schock. 30 Minuten zuvor, die Spieler kommen aus der Halbzeitpause. Schon da rumort es auf den Rängen. Es geht das Gerücht, dass ein Kind vor dem Stadion tödlich von einem Polizeiwagen verletzt worden wäre. Die Situation droht zu eskalieren. Schiri Rossetti stoppt das Spiel. Der Einzige, der noch helfen kann, ist der einzige Römer auf dem Platz. Francesco Totti, Kapitän der Roma. Er begibt sich in die Höhle der Löwen und sucht dort das Gespräch mit den Unterhändlern der rivalisierenden Fangruppen. Er erfährt dort von dem tödlichen Unfall, der sich, wie sich erst viel später herausstellt, nie ereignet hat, sondern nur von den Ultras, den radikalsten und gewalttätigsten Fans, als Gerücht in die Welt gesetzt worden war. Francesco Totti zeigt sich geschockt vom angeblichen Unglücksfall und schlägt seinen Kollegen sowie Schiedsrichter Rossetti die einzig zumutbare Lösung vor. Spielabbruch. Auch die Trainerkollegen Fabio Capello vom AS Rom sowie Roberto Mancini von Lazio zeigen sich unschlüssig, wie dieser Situation noch beizukommen sei. An der Auslinie versammelt sich alles, was offiziellen Einfluss auf das Fußballspiel hat. Und gleichzeitig verschaffen sich erneut Fanvertreter Zugang zum Spielfeld sowie Gehör bei den sichtbar eingeschüchterten Akteuren. Die Verwirrung wird perfekt, als an Schiedsrichter Rossetti ein Pressesprecher der Polizei herantritt und ihn versucht zu überzeugen, dass niemand einen tödlichen Unfall erlitten hat. Doch die Spieler mittlerweile eine Viertelstunde lang untätig und somit fernab jeglicher Betriebstemperatur sollen selbst entscheiden, ob sie das Spiel fortsetzen wollen oder nicht. Mit dem Kopf sind sie längst nicht mehr bei der Sache. Als dann über den Stadionlautsprecher das Gerücht aufgedeckt wird, folgt ein gellendes Pfeifkonzert. Wir haben natürlich gewusst, dass es schwierig war, eine Lösung zu finden in dieser total verängstigten Situation. Und da haben wir gemeinsam mit den Spielern entschieden, dass wir den Ligaboss Galliani anrufen. Und Galliani meinte, dass er mit dem Abbruch das kleinere Übel gewählt habe, nicht die leichtere Entscheidung. In so einer Situation könne man nur alles falsch machen. Doch die Drohung stand im Raum. Wenn ihr weiterspielt, werden wir nicht bloß zuschauen. Wir werden uns was einfallen lassen. Und das hat uns Sorgen bereitet für die Mannschaften und das ganze Stadion. Und in so einer Situation kann man natürlich nicht mehr Fußball spielen. Für Francesco Totti und Sinisa Mihajlovic, Lazios Kapitän, wurde es noch eine lange Nacht. Bis 2 Uhr früh bei der Polizei als Zeugen befragt, zu den 3 Fanunterhändlern. Diese wurden übrigens heute festgenommen. Über 170 Verletzte, die Bilanz des Abends, und vor den Toren des Olympico die Spuren der Verwüstung. Mittendrin der ausgebrannte Polizeicontainer. Wie in einem Guerillakrieg, schreibt die Gazzetta dello Sport. Allerdings alles nichts Neues in Rom. Die Ultras der beiden Clubs legen es bei jedem Derby auf Krawall und Gewalt an. Ihr liebstes Ziel sind die Polizisten. Für diese Hooligans ist es der größte Triumph, einen von ihnen zu verletzen. Der Fußball bietet nur den Anlass und Rahmen für solche Eskalationen. Der Spielabbruch von gestern, der Gipfel der Gewalt. Das Derby wird definitiv wiederholt. Schließlich hätte so einen Abschied von Rom Totti nicht verdient. Wie ergibt es